Hallo, herzlich willkommen, liebe Alfa Romeo Freunde. Hier steht ein Hammer Auto, sage ich euch. Alfa Romeo GT Junior in so einem grobkörnigen Silber, ja, unfassbar hübsche Farbe. Der Eigentümer hat eine Kfz-Karosserie und Lackierfirma, Werkstatt. Und hat das natürlich so selber lackiert, weil er geht damit auch mal gern, ist mal so die Nordschleife gefahren und so. Und ist irgendwann mal hier vorne rechts mit einem kleinen E-Type zusammengestoßen, hat dann hier neue Kotflügel, neue Scheinwerfer. Und ja, guck, jetzt mache ich den Wagen gleich richtig schick, und dann hat er die Farbe sich ausgesucht. Also 49.000 Kilometer stehen auf der Uhr. Motor ist komplett gemacht, ja, revidiert, optimiert. Hat jetzt 253 PS, vor zwei Jahren gemacht, ungefähr 5.000 Kilometern. Und also 253 PS bei 6.900 Umdrehungen, alles getestet. Das Auto macht so einen Spaß zu fahren. Das ist nicht auszuhalten. Ja? Hat offene Ansaugtrichter und so, also das ist sensationell. Der hat da jetzt so Schalensitze drin. Die sind ein bisschen für mich, ich bin ja noch nicht irgendwie... Also, ich bin ja eigentlich schlank, würde ich mal so behaupten. Aber da komme ich schon kaum rein. Aber er hat die Originalsitze noch, die gibt es dazu. Edelstahl-Auspuffanlage, Bildstein, Fahrbach. Das Auto ist... Also, ich habe ja noch so einen roten, ne? Und ich habe den auch noch. Guck mal, den kannst du auch mal raufhalten hier. Der kommt demnächst, der wird auch noch schick gemacht. Der kriegt noch andere Felgen und kommt ein bisschen tiefer. Und dann sieht er nämlich auch cool aus. Der hat gesagt, den habe ich auch noch da hinten, den GTC, also ich habe so ein paar von denen gerade hier und freue mich immer, wer so ein Auto noch in der Garage hat, immer zu mir damit, weil ich kaufe die gerne an, ich verkaufe die gerne, umso schöner sie sind, umso besser. Das Auto hier, sensationell. Ja, und auch vom, wie soll ich sagen, es gibt so Fahrverhalten, du merkst einfach, das Ding hängt am Gas, die Lenkung passt, die Kupplung, das ist alles, das ist ein wie soll ich sagen, was fehlt das Wort? Keine Ahnung. Ich weiß, was ich sagen will, aber ich komme nicht auf das Wort. Ein System. System oder ein Ablauf oder was auch immer. Also, ich habe ihn getestet ausführlich und muss gestehen, ganz toll. Die GTA-Felgen drauf, so muss er, das kriegt der halt auch noch, so muss er aussehen, genau so, ja. Und, unfassbar Sympathieträger. Das ist ein ursprünglich mal 1300er, aber jetzt 2 Liter mit optimiert und auch Achsen, Bremsen, alles umgebaut und. Also das ist eine tolle Farbe. Kann man das mal so, kannst du mal da so, sieht man, ne? Die kriegt man schon mit, ne, oder? So ein bisschen metallic, ne? Ja, so metallic, krisselig so ein bisschen. Also ich mache mal die Haube auf kurz. Also die. Ich laufe hier rum wie im schwersten Wind. Ich meine, wir haben heute den 12. Dezember, den 13. Dezember und da draußen sind minus 8 Grad. Ja? Also ich muss es hier gerade mal ein bisschen kuschelig machen. Guck mal hier. Achso, was wir festgestellt haben, hier unten ist alles tipptopp. Ne? Hier muss eine Dichtung rein. Das ist ganz wichtig, weil sonst läuft Wasser beim Waschen in den Kofferraum. Ne? Die fehlt, die muss man mal rauf machen. Also wer auch immer den Wagen kauft, das muss er nochmal investieren. So eine Dichtung. Ansonsten die Seite hier genau wie die andere Seite tipptopp. Jetzt brauchen wir den Motor. Wir müssen jetzt den Motor gucken. Der Motor ist Hammer. Cool, oder? Und die Teile machen natürlich einen Sound zum Niederknien. Ja? Dann habe ich ihn gefragt, was ist das denn hier? Ein Öldämpfauffangbehälter, keine Ahnung. Sagt er, muss man reinmachen, gehört so. Okay, haben wir gemacht. Also nicht wir, sondern er. Prima. Sonny, ich glaube, wir machen mal was ganz Verrücktes, Sonny. Du? Hast du Lust auf was Verrücktes? Immer.
Ich mache jetzt mal, ich schmeiß den mal an, alleine, dass man mal den Sound hat. Dann mache ich unseren Lichttest, weil wir haben ja jetzt die neue Idee, dass wir sagen, wir machen das immer hier in einer Halle, dann merkt man immer, sieht man das besser, dass alles auch funktioniert. Und dann kommst du mal direkt mit ins Auto und wir fahren zusammen hier mal los. Wir fahren mal einmal um unseren Block. Okay. Und dann fahre ich am Ende nochmal an dir vorbei und dass die Leute sehen, wie er dann auch aussieht von draußen. Und hier Semi-Slicks hat er drauf. Richtig geil. Komm, das machen wir. So, nee. Das ist ein bisschen eng, die Sitze, aber das kriegen wir schon hin. Oh! Ja, süß. So, Sonny, bist du soweit? Ja, bin aufgeregt. Geht ab, oder? Bist du aufgeregt? Mhm. Hör dir mal den Sound an. Wenn du jetzt das Auto... Hey, der ist so... meine Brille abnehmen hier. Eine Wischnewski-Gedenkbrille hier. Muss ich mal hier weglegen gerade. Hier stehen sie alle, die Perlen, die wir heute gedreht haben hier. Du Wahnsinn. Ja, also das Auto... Schuhe an mir. Ich komme hier mit Gas und Dings durcheinander. Ist das ein Sound? Ja. Ist das ein Sound? Ich bin in Gefahr, ich bin durchgedreht. Also es gibt so Autos, die sind so labberig und so. Und der ist so stramm und es sitzt alles und das macht boom, boom. Ja, 1300er, man erkennt die immer. Also wenn es ein 2000er, ein echter wäre, hat er halt ein anderes Cockpit und so und hier so ein durchgehender Mittel. Konsole unten und die 1300 sehen sowas. Ich finde den aber so extrem cool. Auch das Cockpit, das ist alles hier. Boah, der geht ab, ey, wenn du da rauf drückst. Das ist der Wahnsinn. Ne? Ich will ihn jetzt nicht zu hart rannehmen, weil er noch nicht richtig warm ist. Aber ein bisschen kann man schon mal. Oh. Eieiei, ich muss auf meine Schuhe aufpassen hier. Sonst hängen wir hier gleich irgendwo in der Wand. Guck dir das an. Ja, schöner Alfa Romeo GT Junior. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir fahren jetzt wieder auf dem Hof hier bei uns. So, Sonny steigt jetzt aus. Und wir machen jetzt noch mal kurz die Außenaufnahme von dem Auto und dann verabschiede ich mich schon mal. Und nee, mache ich später. Ich verabschiede mich später. Aber wir fahren noch einmal an dir vorbei. Okay? Super. Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Auto. Macht so einen Spaß zu fahren. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und sage Tschüss aus Hamburg und freue mich darüber, dass ihr meine Videos geguckt habt und auch auf die nächsten, die kommen und wünsche ein schönes Wochenende. Und wo senden wir Grüße hin heute? Nach Bremen. Ja? Also alle Leute, die mich kennen aus Bremen, schöne Grüße. Bis dahin. Tschüss.